Servus, hallo und willkommen zurück zu Golden Sun Part 55. Im letzten Part haben wir den Gin Tonico aus Donpas Festung geholt und haben auch noch eine Menge Ärger von Lyanna abgekriegt, denn sie will nicht, dass wir unsere Zeit damit verschwenden, dass wir Hammett retten, sondern sollen mit unserer Mission weitermachen, und da setzen wir auch ein. Hier wartet Yodem auf uns. Ich habe auf dich gewartet, Isaac. Ja, das habe ich gerade gesagt. Vielen Dank, Yodem. Wir sollten so schnell wie möglich zu Barbys Leuchtturm gehen. Auf geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Genug rumgequatscht. Ja, wo geht's denn jetzt überhaupt zu dem Leuchtturm? Müssen wir da durch die Wüste? Ich bin mir nicht sicher. Die haben irgendwas vom Westen geredet. Deswegen... Das sieht eigentlich nicht richtig aus. Ist es auch nicht. War es dann doch Osten? Vertue ich mich so sehr? Wo ist dieser Leuchtturm schon wieder? Ich kann doch nicht den ganzen scheiß riesen Leuchtturm übersehen. Das hier müsste so Haller sein. Und Isaac hat etwas Neues gelernt. Und zwar Segnung der Klasse Lord. Okay, er ist auch zu einem Lord aufgestiegen. Sehr, sehr cool. Wo ist es denn? Vielleicht da rechts? Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon durch die Wüste müssen. Das würde überhaupt nicht passen. Oder müssen wir... Wir müssen uns tatsächlich durch die Wüste kämpfen? Ja gut, von mir aus. Dann probieren wir es halt einmal kurz mit der Wüste. Die werden schon sagen, wenn es nicht richtig ist. Hoffe ich zumindest. Hier kriegen wir zumindest keinen Hitzeschock, wie ich sehe. Ah, Sandstürme. Wenn wir in einen hineingeraten, haben wir ein Problem. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Warum gibt es so viele? Wenn wir hier nicht vorbeikommen, gelangen wir nie zu Barbys Leuchtturm. Wenn wir dieser Wüste entkommen wollen, müssen wir vorsichtig voranschreiten. Aha. Es ist nicht heiß, aber es gibt Sandstürme. Na, vielen Dank auch. Was ist jetzt der Trick an der ganzen Sache? Dass ich einfach nur vorsichtig laufen muss? Was ist, wenn ich da reinlaufe? Okay, dann erscheinen erstmal Larven. Also ich sag jetzt mal, wenn es weiter nichts ist, dann ist ja gut. Oder? Heilen wir auch mal kurz Ivan durch. Nicht, dass der Gute noch drauf geht. Er ist ja schon verflucht. Schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Oh, Säurebad. Aha. Ich muss sagen, die Attacken sehen richtig geil aus. Auch von Isaac. Hat auch eine Spezialattacke, seinen Drachenschnitzer. Oh nein, das waren reguläre Gegner. Das war ja gar nicht der Sandsturm. Ach, komm schon! Fehlt mir irgendeine Fähigkeit? Ja, muss ich mal ausprobieren. So. Das geht jetzt nicht. Warum geht das nicht? Erstmal probieren wir mal kurz Enthüllung. Es gibt ja noch diese andere Psy-Energie. Wo haben wir sie denn? Genau, die hier. Erstarrung. Und? Nö. Interessiert den Sandsturm überhaupt nicht. Wen haben wir hier? Ein Drache erscheint. Du siehst mir aber nicht aus wie ein Drache. Drachen sehen viel, viel cooler aus. Egal. Jetzt ist es ein toter Drache. Ein Geist nimmt Besitz vom Fettbauch. Krass. Was bedeutet das jetzt? Wahrscheinlich, dass er wahnsinnig wird. Er hört Stimmen in seinem Kopf. Sag mal, es gibt nur zwei Wege, okay? Links und rechts. Da taucht jedes Mal dieses scheiß Ding auf. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Vielleicht mit Wirbelwind bekämpfen, dass das weggeht? Nein. Was haben wir noch für Psy-Energien? Lasst mich mal sehen. Fänger, Rückzug, Verschieben. Ich glaube nicht, dass ich es verschieben kann, aber gut.
Versuch ist es wert. Nee, das war's auf jeden Fall nicht. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssen nach Suhala reisen. Und erstmal gucken, was wir da anstellen können. Na gut, dann rede ich mal ganz, ganz grob mit den Leuten. Ich war ja da eigentlich schon drin. Was haben wir da? Ein Steinsoldat. Hallo, Freunde. Na gut, ich glaube, hier setze ich mal PP ein. Epizentrum. Einmal Hitzesturm. Tornado kommt sofort. Und ein fetter Gletscher. Vielleicht haben die Leute in Suhala jetzt etwas anderes zu sagen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich da ja schon drin war. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt sagt, was, da geht es da nochmal hin. Aber ich habe gerade keinen Hinweis. Jorim redet ja nicht mit mir. Er sagt nur, kannst da nicht durch. Aber vielleicht habe ich tatsächlich etwas übersehen. Und schaue erstmal mit Enthüllung noch ein bisschen genauer. Dass ich hier irgendwo durch kann oder sowas. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Nee, kein Plan. Okay, auf nach oben. So, Freunde. Ich werde jetzt nicht jeden Text vorlesen, sondern schau einfach mal ganz grob. Bla bla bla. Mhm. Soldaten haben irgendwas vom Monster gesagt. Ja. Die rede schon mal über Sandstürme, das ist gut. Hey, weißt du was über Sandstürme? Artefakte. Hm. Was hast du denn? Ein Schlüssel. Ach, ein Zellenschlüssel, ja natürlich, weil ich den verkauft habe. Und sonst hat sie eigentlich nichts, was wir bräuchten. So, wo sind die Sandsturm-Spezialisten hier? Ja, es ist tatsächlich erschreckend. Was, in diesem Haus? Mhm, okay. Gut, hier sind Überlebende, die den Sandsturm überlebt haben. Sehr gut. Jorim. Hä? Ihr Soldaten solltet zu Barbys Leuchtturm gehen. Jorim, was machst du hier? Barbie hat mir befohlen, mit Isaac zum Leuchtturm zu gehen. Ihr habt Cosma nach La Livero eskortiert, oder? Wir haben Schande über Tolby gebracht. Was ist mit Cosma geschehen? Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Als wir wachten, lagen wir hier in diesen Betten. Wenn Cosma etwas zugestoßen ist, was geschieht dann mit dem Leuchtturm? Cosma war der einzige Grund, warum es Ladivero beim Bau half. Oh Mann, wir haben euch Cosma anvertraut, damit der Bau schneller vorangeht. War das ein Fehler? Jorim, ich weiß, dass Cosma nicht im Sandsturm war. Ist das wahr? Cosma wurde in unserer Obhut gegeben. Da haben wir sie keiner Gefahr ausgesetzt. Ihr habt euch richtig verhalten. Aber wo ist Cosma jetzt? Wahrscheinlich am Rande des Sandsturms, der uns erwischt hat. Isaac, wir müssen in die Wüste gehen und nach Cosma suchen. Wenn ihr in die Wüste geht, hütet euch vor diesem Zyklon. Zuerst konnten wir es nicht verhindern, vom Sandsturm erfasst zu werden. Aber es gab andere, denen es gelang, durch den Sandsturm zu kommen. Hm? Keine Ahnung, woher sie es hatten, aber sie haben die Zyklonen mit Hilfe von Wasser aufgehalten. Ah! Wasser? Man kann die Sandstürme mit Wasser aufhalten? Ich glaube, ich verstehe jetzt. Doch ruhe dich aus. Warte, Jorim, es gibt noch mehr. Du darfst nicht das gleiche Schicksal erleiden, wie wir es getan haben. Die Sandstürme werden von Monstern verursacht. Kann das sein? Die anderen, sie haben die Bestien erschlagen. So sind sie weitergekommen. Was sind sie? Als die Stürme abebten, sind sie weitergezogen. Aber sie waren überall. Sie hatten seltsame Kräfte. Wir mussten Fässer voller Wasser bringen. Aber der Transport hat uns so erschöpft. Und dann auch noch diese Bestien. Es reicht jetzt. Ruh dich aus. Sie sind gefährlich, diese anderen. Erschlag die Bestien und nimm die Spur auf.
Hm? Danke für eure Hilfe. Ihr seid euren Pflichten ehrenvoll nachgekommen. Sind diese anderen jene, die ihr verfolgt, Isaac? Davon gehe ich doch mal aus, wenn sie komische Kräfte haben. Diese Geschichte hat also bei dir den gleichen Eindruck erweckt wie bei mir. Wir müssen Cosma so schnell wie möglich finden. Dann werden wir die Sohalla durchqueren und eure Gegner verfolgen. Wo ist denn Cosma? Ich weiß noch, wie sie aussah. War sie hier? Also in dem Dorf? Ich weiß noch, dass sie rosane Haare hatte. Oder war das Moment? Calais könnte es gewesen sein. Ja. Ich glaube, das war in Calais. Müssen wir wieder zurücklatschen. Was mit ihr? Was weißt du? Liege ich richtig, dass ihr auf eurem Weg zu Barbys Leuchtturm von einem Sandsturm hierher geweht worden seid? Yo! Wenn ihr den nördlichen Bergen folgt, gelangt ihr wieder zurück nach Tolby. Ich habe auch aufgegeben. Lasst uns auf diesem Weg zurückgehen. Nee, ich will eigentlich nicht nach Tolby. Was ist, wenn ich die jetzt nicht mitnehme? Ich probiere mal kurz was. Moment, ich nehme noch kurz eine Feder ein. Habe ich denn welche? Ja, natürlich habe ich welche. Nein, nicht Lebenswasser. Heilige Feder wollte ich benutzen. Vielen Dank. Monster greifen nicht mehr so oft an. Greifen gar nicht mehr an. So, jetzt bin ich gespannt. Wer kann denn Regenschauer? Isaac. Und? Okay, das war's jetzt erstmal nicht. Nochmal. Das heißt, wir müssen Cosma wohl unbedingt finden. Da haben wir die Docks von Calais und da oben haben wir Calais selber. Müssen wir da durch die ganze Höhle stapfen? Ja, super. Moment, ich mache das mal ein bisschen mit Schnellvorlauf. Ja. Okay, gut. Hier müssen wir nicht hin. Die heilige Feder lässt nach. Verflucht. Bestimmt so ein China-Ding. Ach, warum schaue ich denn bei ihm? Garrett hat doch die heiligen Federn. Er ist doch der Schisser. So, auf geht's. Komm. Wir haben es eilig. Auf nach oben jetzt. Warum gehst du zurück, Isaac? Hast du etwas vergessen? Nein. Dann sollten wir unseren Weg zum Leuchtturm fortsetzen. Sag mal, kannst du dich bitte entscheiden? Wo ist die? Die ist doch nicht in einem Dorf. Jetzt will er sie doch nicht mehr, oder was? Entscheide dich mal. Na gut, von mir aus. Habe ich im Dorf was übersehen? Ist er vielleicht hier drin? Nee, ist er nicht. Die ist hier hundertprozentig nicht drin. Nein, das ist sie nicht. Das ist er auch nicht. Da hoch. Vielleicht stand ich zu weit weg. Das könnte natürlich auch sein. Das wäre ja nicht das erste Mal, ja, dass uns das passiert. Dass ich hier die Fähigkeit einsetze. Und es nicht klappt, weil es einfach irgendwie nicht sauber programmiert worden ist. Also so vielleicht. Und? Probieren wir es einfach mal. Nein! Es erfasst uns trotzdem. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ob wir Cosma wirklich brauchen und ob ich sie wiederfinde. Das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!